Kennt ihr das? Immer wenn neue Dinge angekündigt werden, ist man voller Vorfreude und Erwartung. Ganz besonders, wenn es um eine neue Konsole geht. Aber genau hier liegt das Problem. Es scheint nämlich so, als wäre die aktuelle Konsolengeneration schon fast vorbei. Und das bereitet mir Sorgen. Genau deswegen will ich mal darüber reden. Die E3 ist ja jetzt schon so gut wie da und Microsoft kommt mit ihrer neuen Konsole, der Xbox Scorpio, an. Nintendo hat jetzt schon ihre Switch und welche die jetzt die Wii U ersetzt und Sony hat zumindest noch nichts angekündigt. Die Betonung liegt auf noch nichts angekündigt. Die Frage, die ich mir nämlich stelle, ist, ob Sony auf diesen Generationswechsel, der ja aktuell irgendwie im Gange ist, reagieren wird oder auch nicht. Ich meine, das ist so überhaupt nicht wirklich klar. Weder würde ich sagen, es ist absolut sicher, dass Sony mit deiner neuen Konsole antwortet, noch dass sie es einfach nicht tun. Der Konsolenmarkt gehört aktuell Sony, das ist absolut keine Frage, ich meine, das wissen wir alle. Manche Leute würden behaupten, dass Sony aktuell ein absolutes Luxusproblem haben. Beziehungsweise, dass sie sich einfach alles erlauben können, weil sie eben so einen Vorsprung haben. Die PS4 hat die Wii U und Xbox One einfach komplett in den Boden gerammt. Ich meine, die wurden ja komplett zerstört. Die PS4 hat einfach so einen riesigen Vorsprung, es ist lächerlich. Und das einfach aus dem Grund, weil sowohl Microsoft und auch Nintendo so viel Schwachsinn gebaut haben. Genau deswegen steigen ja beide schon auf etwas anderes um. Nintendo hat eingesehen, dass ihre Stärken im Handheld-Markt liegen. Ich meine, wie viele Leute von euch haben eine Vita? Selbst die PSP, welche echt nicht schlecht lief, wurde einfach komplett vom DS übertroffen. Nintendo weiß einfach, wie sie ihre Handhelds vermarkten und mit Spielen füttern. Genau deswegen sind sie wahrscheinlich mit der Switch den Weg des Hybriden gegangen. Ich meine, Nintendo hat schon seit langem, seit immer eigentlich, den Handheld-Markt für sich erobert. Sie haben zwar damals auch den Konsolenmarkt gehabt, aber der wurde schnell durch die Konkurrenz irgendwann von Sega ein bisschen aufgeteilt. Und dann kam Sony dazu und immer mehr und so weiter. Aber im Handheld-Markt ist Nintendo einfach bis heute so ungeschlagen, auch wenn Sony den Erfolg mit der PSP hatte. Mit der Vita hatten sie nicht und sie haben die Vita unfassbar schnell aufgegeben. Man muss aber auch sagen, dass der 3DS bei weitem nicht so stark ist wie jetzt der DS oder der Game Boy. Da muss man aber auch sagen, ich glaube, es ist so ungefähr auf der Ebene des Game Boy Advance, wenn auch drunter. Weil der war überraschenderweise gar nicht so stark wie, also im Vergleich zu den anderen Konsolen, ne? War der Game Boy Advance halt einer der schwächeren Konsolen. Aber aktuell würde ich sagen, von den Handhelds, obwohl der 3DS so alt ist, ist er eigentlich der Handheld, der sich wahrscheinlich, wenn ich mich nicht vertue, am schwächsten verkauft hat. Aber vielleicht deswegen ist die Switch gar nicht so verkehrt. So ein cooler Hybrid, modern, man kann überall mitspielen. Scheint ja auch bisher gut angekommen zu sein, nur müssen sie es ordentlich mit Spielen füttern. Also Nintendo ist einen guten Weg eingeschlagen. Microsoft auf der anderen Seite. Ich habe keine Ahnung, was bei denen kaputt gegangen ist. Ohne Witz. Ich meine, sie waren so stark mit der 360. Viele Leute loben jetzt noch die glorreiche Xbox 360, welche im Prinzip immer die bessere Version im Gegensatz zur PS3 hatte, weil die PS3 war ein Albtraum für Entwickler. Die war halt so konzipiert und zusammengebaut, dass Entwickler einfach unglaublich viel Arbeit hatten, dort vernünftig Spiele drauf zu porten oder zu entwickeln. Es war kein Spaß. Die One hatte, glaube ich, das große Problem, einen furchtbar dämlichen Namen zu haben. Bis heute bin ich der Meinung, dass Xbox One als dritte, ich wiederhole, dritte Xbox-Konsole einen wesentlich, wesentlich dümmeren Namen als die Wii U hat. Ich meine, so viele Leute haben den Namen der Wii U kritisiert und dass die Leute nicht wussten, was es jetzt genau ist. Aber bei einer Xbox One, bitte, Xbox One, wirklich, das ist noch dümmer, finde ich. Also da hat Microsoft, was hat man sich dabei gedacht? Ohne Witz. Einigen wir uns einfach darauf, dass beide Konsolen aber marketingtechnisch absolut verkackt haben und deswegen von der PS4 zerstört wurde. Genau so war es nämlich. Die Wii U hatte dann ja später nur First-Party-Spiele, die Xbox hatte eben keine First-Party-Spiele, weshalb sich dann auch
da, weshalb sich dann auch in der Dominanz von Sony nichts änderte, weil Sony eben beides hatte, First-Party- und Third-Party-Spiele. Microsoft geht deshalb einen komplett anderen Weg. Sie wollen eine Art Ökosystem, wie es scheint, aufbauen. Sprich, du kannst auf alles spielen, solange du entweder einen Windows 10 PC, Xbox One oder eine Scorpio hast. Besonders mit der Scorpio wollen sie wohl auch echtes 4K Gaming auf die Konsolen bringen. Sony hat ja auch ihre 4K-Konsole, die PS4 Pro, die zwar stärker ist, aber naja, die ist eher für VR da, auch wenn PSVR nicht cool sein soll, aber ich bin immer noch der Meinung, dass VR auch absolut keinen Erfolg haben wird, zumindest aktuell, aber das wäre erstmal ein anderes Thema. Aber Sony hat eben nur eine bessere PS4-Version auf den Markt geworfen. Nicht wirklich an der Next-Gen-Konsole oder gar was angekündigt. Was ironisch ist, ist, dass wieder von Next-Gen aktuell geredet wird, da ich immer noch irgendwie in diesem Generationswechsel, wo dauernd irgendwie Next-Gen gesagt werde, immer noch so drin bin. Ich habe immer noch dieses, oh, wir sind Next-Gen-Gefühl, was seit dem Release der PS4 und Xbox One dauernd erwähnt wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Next-Gen ist gar nicht so richtig angefangen. Weil irgendwie war sie auch sehr kurz und unspektakulär. Zumindest, was mir so mein Gefühl, mein Eindruck vermittelt. Jede Konsole kam schon veraltet auf den Markt. Und keine der Konsolen hatte zu Beginn irgendwie Spiele. Keine. Die hatten alle nix. Die waren alle komplett scheiße auf dem Markt. Was generell so eine Sache ist, wo ich immer manchmal dran denke, dass die Leute das vergessen, dass die PS4 auch nur Erfolg hatte, weil das Marketing der PS4 so viel besser war als der Rest. Nicht, weil die PS4 wirklich Spiele hatte, weil die hatten die alle nicht. Alle. Das war katastrophal. Deswegen hieß es wahrscheinlich auch dauernd, oh, wir sind Next Gen, weil die nie angefangen hat. Die PS4 kam zum Beispiel November 2013 raus. Ende 2013. Die Konsole ist keine 5 Jahre alt. Die Wii U kam Ende 2012 raus und die hat nicht mal knapp 5 Jahre überlebt. Die Xbox One übrigens kam auch Ende 2013 raus. Die Konsolengeneration ist eigentlich noch ziemlich jung, aber schon irgendwie so gut wie vorbei. Ich meine, die anderen Konsolen, die davor die Generation, die haben gut 8 Jahre gelebt. 8 Jahre! Die Generation war halt wirklich stark und hatte unfassbar viele Spiele geboten. Egal welche Konsole, auch auf der Wii, es gab unfassbar viele gute Spiele, du warst mit jeder Konsole bedient. Und aktuell würde ich einfach sagen, die Wii U hatte nur die First-Party-Spiele, bei der PS4, ich bin jemand, der PlayStation-Konsolen eher für die JRPGs holt und nicht für Third-Party-Spiele, weil dafür habe ich meinen PC. Das kommt auch erst seit diesem Jahr so richtig, aber auch nur, weil das ein sehr, sehr starkes Jahr aktuell ist. Und für eine Switch habe ich halt gar nichts. Und die Xbox One, die hat sich eh komplett unattraktiv gestaltet, weil die hat doch nichts. Warum sollte man sich eine One kaufen? Ohne Witz. Wie viele Gründe gibt es? Ich meine, es mag eine schöne Konsole sein, aber warum nicht eine PS4? Welchen Grund gibt es, keine PS4, sondern eine One zu kaufen? Naja, auf jeden Fall, die letzte Konsolengeneration war sehr stark. Aber PC-Gaming war damals absolut klein. Also viel, viel kleiner als heute, obwohl PC-Gaming immer noch relativ klein ist im Vergleich zu den Konsolen. Aber immer mehr Leute bemerken, zumindest habe ich den Eindruck, wie einfach und unkompliziert es mittlerweile geworden ist. Das Angebot an Spielen ist riesig auf dem PC. Ich meine, schaut euch Steam an. Und man muss sich kaum Gedanken über Abwärtskompatibilität machen. Und ich glaube, Microsoft hat das soweit auch kapiert. Weswegen sie ja ihre Spiele teilweise jetzt für Windows 10 und Xbox One und Scorpio rausbringen wollen. Aber PC-Gaming, zumindest das Aufrüsten, ist halt echt teuer. Aber auf der anderen Seite, die Konsolen bieten heute auch nicht mehr wirklich viel Leistung und sind recht unflexibel. Die PS4 Pro hat ja schon gezeigt, wie alt eigentlich die PS4 schon war, zumindest im Technischen. Denn sonst hätte Sony wohl kaum eine bessere Version rausgebracht. Microsoft bringt genau aus diesem Grund ja auch ein Powerhouse mit der Scorpio und Sony liegt dann wieder hinten. Und irgendwie bringt das einen ja auch dazu, schon nach wenigen Jahren schon aufzurüsten. Wenn man bedenkt, 400 Euro da, wenn man zum Launch gekauft hat, die PS4, dann die Pro, wenn man sie haben wollte.
Sie war nicht notwendig, aber wenn man die bessere Leistung haben wollte, ist ein bisschen wie mit PC-Gaming. Es ist nicht notwendig, aber wenn man was Besseres haben will, dann muss man mehr ausgeben. Und die Technik entwickelt sich halt so rasend schnell und es wird immer schneller alles. Ich meine, hey, ich wäre absolut nicht überrascht, wenn Sony entweder eine PS5 ankündigt oder eine stärkere PS4 Pro Deluxe oder so ein Schwachsinn. Mir fällt es nämlich einfach schwer zu glauben, dass Sony auf der Strecke bleiben wird. Nintendo und Microsoft gehen alle zur nächsten Gen und Sony bleibt bei der PS4. Auch wenn diese stark ist und auch wenn so viele Spiele kommen und in Arbeit sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sony sagt, ja gut, wir bleiben bei der alten Generation. Ich frage mich auch eigentlich langsam, ob Konsolen eigentlich noch nötig sind. Ich meine, machen wir uns nichts vor, es sind ohnehin kleine PCs geworden. Nur sind sie nicht sonderlich stark. Das einzige, was Konsolen noch haben, ist, dass sie günstiger in Anführungsstrichen sind, wenn man nicht dauernd upgraden möchte. Wie, ne, schon erwähnt. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit kriegen wir früher neue Konsolen und Geräte, aber immer weniger Spiele dafür. Ich meine auch die Switch, die hat jetzt auch nicht wirklich so groß viele Spiele rausgebracht bisher, wie man sich's erhofft hat. Ich meine, was soll das denn? Ihr seht, glaube ich, langsam meine Bedenken, oder? Diese Generation war halt kurz und unspektakulär irgendwie. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie wirklich Fahrt aufgenommen hat. Es gab einfach viel weniger Spiele als in der Gen davor. Und zwei der drei Hersteller gehen jetzt schon in die nächste Runde. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Ich habe halt schlicht und einfach keine Lust, mir schon wieder eine neue Nintendo-Konsole und eventuell schon bald wieder eine Sony-Konsole zu kaufen. Mein PC hingegen wird wahrscheinlich noch die nächsten paar Jahre relevant bleiben. Natürlich nicht immer das Beste, aber ich werde eine ganze Weile auch noch neue Spiele spielen können und auch noch wahrscheinlich in 5 Jahren, wenn er mir nicht abbraucht, habe ich immer noch eine ordentliche Performance. Zwar nicht mal eine super Performance, aber immer noch was Ordentliches. Und die Spiele sind alle günstig. Ich meine, schaut euch da und Steam Sales, Humble Bundle etc. an. Online-Spielen dazu ist auch kostenlos und es funktioniert. In der Regel habe ich bessere Erfahrungen im PC-Online-Gaming gehabt, immer als mit Konsolen. Von daher, Also irgendwie geben mir Konsolen einfach keinen wirklichen Grund, zufrieden mit ihnen zu sein. Besonders dann nicht, wenn ich schon nach kaum 5 Jahren ein neues Modell brauche oder angekündigt wird. Aber wie sieht es mit euch aus? Besonders frage ich die Leute, die jetzt einige Konsolengenerationen miterlebt haben. Habt ihr das gleiche Gefühl wie ich, dass sich diese Gen einfach viel zu kurz anfühlt oder dass sie einfach zu kurz war? Oder seid ihr eigentlich zufrieden damit? Und habt ihr Bock auf vielleicht sogar eine PS5? Mich würde das wirklich interessieren, wie ihr das so seht, also sagt mir das auf jeden Fall. Ich würde aber damit sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss.